Weißt du, was ich heute geträumt habe? Ich habe geträumt, dass ich schwanger bin. Cool. Wir werden heiraten. Und aber nur im kleinen Kreis, also Familie und ganz wenig Freunde. Und die zwei mache ich mir im Moment keine Sorgen. Mhm. Sondern? Hat denn heute auf dem Hof alles geklappt mit der Frau Kemper? Ach so. Ja. Gut, ging ganz schön drunter und drüber. Ja, guten Tag, Martin Gruber hier. Ich würde gerne Franziska Hochstädter sprechen. Sagen Sie bitte, ich bin in einer Besprechung. Was ist das Problem? Ich bin das Problem. Ja, wie immer. Ach, es geht immer noch um den Leiter. Dr. Rüdiger heißt er. Martin, mein einziger Freund. Rate mal, wer demnächst das Weite suchen wird. Vielleicht schaffst du es, mich zu verlassen, aber deinen besten Freund. Niemals. Ja, auf der Söller nach Dreieck gab es einen Unfall. Die brauchen Hilfe. Werner? Servus. Oh. Mama sagt, du bist krank. Das ist aber ein hochriskanter Eingriff. Es kann zu Komplikationen kommen. Eine Hirnblutung zum Beispiel. Krepieren muss ich doch eh. Aus ärztlicher Sicht würde ich Ihnen davon abraten. Ist es angekommen? Herr Kloster. Wir beide. Wir machen nicht bloß einen Job, oder? Okay. Ich brauche 1,5 Milligramm Adrenalin. Okay. Kommen Sie. Sehen Sie? Seit 5 Jahren ist es immer schlimmer geworden. Er war immer unzufriedener. Nein, es ist eigentlich. Geht doch nicht. Reizbarer. Denkst du manchmal auch ans große Ganze? Ich wache nachts auf und habe so ein Gefühl, als müsste ich unbedingt meine Sachen packen und ganz, ganz weit weggehen. Und hast du dir mal überlegt, was hier noch so alles um die Ohren fliegt, wenn die Anne tatsächlich weggehen sollte? Okay, pass auf. Wenn ich positiv getestet werde, dann gibt's kein Kind und es gibt auch kein uns. Alles oder nichts. Okay, cool. Glauben Sie mir, diese Krankheit nimmt Ihnen alles, was Sie an einem Menschen geliebt haben. Erst den Körper und dann den Geist. Du machst mir doch keine Hoffnung, mein verdammter Scheiße! Jetzt hau doch nicht gleich wieder ab! Du bist genauso ein Arschloch wie mein Vater! Mama, ich hab solche Angst, Anne zu verlieren. Versprich mir, dass du mich nie verlässt, um mit einer anderen Frau ein Kind zu bekommen.